Als mein Vater mich das erste Mal in den Ferien zu Oma und Tante Mary geschickt hat, war ich 8 oder 9. Ich habe im Garten Football gespielt mit Oma und meinen Cousins. Das war so ein Tag, an dem einfach alles gestimmt hat. Einer der schönsten in meinem Leben. Oma hat unsere Mannschaft aufgestellt. Wir alle gegen sie. Verrückt. Wenn ich daran denke, dass sie manchmal stundenlang mit uns gespielt hat. Und sie ist nie müde geworden. Am Nachmittag haben wir blinde Kuh, Murmeln oder Verstecken gespielt. Ich fand es immer toll mit meiner Oma. Sie hatte auch ein altes Monopoly-Spiel. Das lag in meinem Schrank unter der Treppe. Mary wollte nicht, dass wir es spielen, weil es den Charakter verdirbt. Sie war sehr moralisch. Das war Oma auch, aber nicht so schlimm wie Mary. Einmal musste Mary für ein paar Stunden weg und als sie aus der Tür war, hat Oma es rausgeholt. Aber kein Wort zu Mary, hat sie gesagt. Noch nie hat mir Monopoly so viel Spaß gemacht wie an diesem Tag. Das war ja auch böse, was sie da gemacht hat. Was ganz Verbotenes. Sowas, für das man normalerweise in die Hölle kommt. Man könnte denken, dass diese Tage bei Oma einen schlechten Einfluss auf mich gehabt haben. Ja, vielleicht stimmt sogar. Auf jeden Fall spiele ich immer noch Football. Los! Hol ihm die Schulter in den Arsch! Hey! Ich tue nur, was er verlangt. Schieß! Hey, hey! Sag das! Was soll das? Sind wir hier im Kindergarten oder was? Los, stell dich wieder auf! All the people that standing on, all the people that standing on. Now you're heading down to be someone, someone that you've seen in a magazine. Your premonition is coming true. Oh baby, you're not so green. No baby, you're not so green. No baby, you're not so systematic. Waking up the dead. Systematically stepping on my head. Systematically waking up the dead. Systematically stepping on my head. Now you're heading down to find something. Something that you buried in your backyard. Position is coming through. All the dirt that you're digging up. All the dirt that you're digging up. Now you're heading down to find something. Partnervermittlung. Du bist doch eine erfahrene Frau, Gertie. Bringt das was? Sag bloß, du willst wieder heiraten, Harry. Wer weiß? Das war hart. Was? Ich bin erledigt. Habt ihr Jungs es zu toll getrieben? Du bist versaut, weißt du das? Nur schweinische Hintergedanken. Schon wieder Auflauf? Wirst du senil, oder? Gemüse mit Kartoffelbrei. Wow, hatten wir diese Woche erst 3-mal. Wieso gibt's nicht ein anständiges Roastbeef oder Lammkeule? Weil ich koche und das aus gutem Grund. Ich will ja nicht jeden Tag Würstchen mit Pommes essen. Letzte Woche habe ich Curryhuhn gemacht. Ja, so scharf, dass mir fast der Schädel gesprungen wäre. Ah, dir sind meine Kochkünste zu kreativ. Bitte, dann bleiben wir bei Tiefkühlauflauf. Wie lange dauert's denn noch? Fast fertig. Ich dusche noch schnell. Wieso gehst du immer dann unter die Dusche, wenn ich gerade den Tisch decken will?
Genau in dem Moment, wenn das Essen... Denkst du, ich setze mich so verschwitzt, wie ich bin, wieso in den Tisch? Denn nicht? Das tust du doch sonst auch. Es sei denn, du gehst aus. Ist es so? Sag's ruhig. Ja, zufällig habe ich vor, noch auf ein Bier in die Kneipe zu gehen. Zufrieden? Hast du ein Date? Kann man an einem Freitagabend nicht mal weggehen, ohne dass du dir gleich sonst was denkst? Deck den Tisch, ich komme gleich wieder. Und ob der wiederkommt? Du hast geduscht, hä? Ja, richtig. Du hast den Hahn wieder nicht zugedreht. Ach, wirklich? Jedes Mal, wenn ich unter die Dusche will, tropft die Brause. Ja, ich weiß, du drehst nicht fest zu, um die Dichtung zu schonen, aber... Ich schwör's dir, sie sind dafür da. Ich bin Klempner, ich kann sie auswechseln. Die verfluchten Dichtungen sind immer noch billiger als die Unmengen Wasser, die du verschwendest. Ich hab's dir schon 1000 Mal gesagt, dreh diesen verdammten Hahn zu. Ja. Danke. Entschuldige. Und merk's dir. Ich versuch's. Er ist nervös, das ist alles. Er regt sich nur darüber auf, wenn er nervös ist. Er denkt wohl, er lernt heute den Mann seines Lebens kennen. Wetten, er verzichtet auf den Nachtisch? Wahrscheinlich wundern Sie sich jetzt, weil ich Mann gesagt habe, richtig? Tja, dann lassen wir doch die Hosen runter, wie man so schön zu sagen pflegt. Mit den Mädchen hat er es nicht so. Er ist, um genau zu sein, stockschwul. Das trifft es doch am besten. Sie werden jetzt vielleicht sagen, manche von Ihnen. Ich sehe das anders. Er ist ein guter Junge. Er hat das Herz am rechten Fleck. Und er ist für mich nicht nur ein Sohn, sondern auch ein Freund. Aber es ist nicht immer leicht, mit ihm zusammenzuleben. Das Essen steht auf dem Tisch. Du hast keine Wäsche gewaschen. Entschuldige bitte. Ich habe keine Strümpfe mehr. Soll ich etwa barfuß gehen? Husch doch schnell in den Laden rüber und hol dir ein paar Nylons. Hahaha, ha, ha, sehr witzig. Ich muss welche auswaschen und sie über den Ofen hängen. Oh ja, damit das ganze Haus nach verbranntem Plastik stinkt. Komm endlich runter und iss. Ja, ja, gleich. Oh, nicht, dass Sie einen falschen Eindruck kriegen. Ich bin nicht so wie er. Ich bin stinknormal. Ich bin ein richtiger Frauenheld. War ich schon immer. Als ich so alt war wie er, konnte ich von den Frauen nicht genug kriegen. Ramla haben sie mich genannt. Dann lernte ich Jeffs Mutter kennen. Und da war es aus mit den Späßen. Ich bin ihr vom ersten Tag an treu gewesen. Weil ich wusste, dass sie was Besonderes ist. Ja, es war Liebe. Die oder lieber die weiße Jeans? Sag mal, steckst du die Socken auch in die Hose? Bei dir sieht man ja alles. Tja, man muss zeigen, was man hat. So viel zu zeigen hast du auch nicht. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern darauf, was man damit macht. Das hat seine Mutter mir ja auch immer gesagt. Was willst du denn damit? Wir essen keine Spaghetti. Ich will mein Hemd nicht einsauen. Weiß der Bursche schon von seinem Glück? Oder irrt der Ärmste noch durch Sydney und ahnt nicht, dass du schon ein Auge auf ihn geworfen hast? Wir kennen uns vom Sehen aus der Kneipe. Aha. Flirtet ihr? Nein, noch nicht. Aber das wird sich heute Abend ändern. Bist du ganz sicher, Mom? Nein, Jenny. Ich bin schrecklich unsicher. Soll ich mit reinkommen? Danke, aber da muss ich allein durch. Also, auf geht's. Drück mir die Daumen. Entspannen Sie sich, Mrs. Johnson. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Herren zeigen. Ich möchte, dass Sie die Gesichter an sich vorbeiziehen lassen. Und wenn eins dabei ist, das Ihnen gefällt, gehen wir zurück und sehen es uns genau an. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ich bin so nervös. Oh, aber nicht doch. Freuen Sie sich. Sie dürfen eins nicht vergessen, meine Liebe. Sie sind gerade auf dem Weg, Ihren Traumpartner zu finden. Fangen wir an. Oh. Hm?
Ich rufe die Dame an. Gut. Ja, ich danke Ihnen. Wiederhören. Ich dachte, wir essen jetzt. Wer war das? Jemand wegen eines Hundes. Was für ein Hund denn? Da ist schon Tomatensauce drin. Ja, ich weiß. Ein bisschen wenig. Es gibt Menschen, die finden es unhöflich, beim Essen zu lesen. Die leben auch nicht über 20 Jahre mit dir zusammen. Die haben eben nicht das Glück. Du solltest auch mal ein Buch lesen. Es gibt Interessanteres als das, was du in der Glotze siehst. Hier zum Beispiel. Sir Richard Burton. Einer der größten Entdecker, die je gelebt haben. Er war der erste Weiße am Heiligen Stein von Mekka. Und er ist auch in Afrika gewesen. Er hat die Quellseen des Nils entdeckt. Ein Mann, der... Der war da mit Liz Taylor zusammen. Der die ganze Welt hätte erobern können. Klar, mehrmals. Der vor nichts Angst hatte. Du solltest es lesen, vielleicht lernst du noch was. Wozu denn? Ich latsch doch nicht durch ganz Afrika, um in so einem verschissenen See zu schwimmen. Es gibt sowieso nichts mehr zu entdecken. Unsinn. Wo denn zum Beispiel? Na, überall, Junge. Du brauchst nur mal aus der Tür zu gehen. So was Wunderschönes wie die Liebe. Das größte Abenteuer der Welt. Da fällt mir ein Spruch deiner Großmutter ein. Die größten Eroberer, hat sie gesagt, sind die Menschen, die ein Herz erobern können. War sie deshalb eine Lesbe? Sie war keine Lesbe, verstanden? Sie hat Tante Marys Muschi geleckt. Wie würdest du das nennen? Ich gebe zu, dass ihre Freundschaft mit Mary sehr intim war. Aber eine Lesbe war sie nicht. Wenn überhaupt, dann lesbisch. Oh, und wo ist da der Unterschied? Der Unterschied? Wo der Unterschied ist, da gibt's einen verdammt großen Unterschied. Deine Großmutter war eine wundervolle Frau. Und nur weil sie noch mal glücklich geworden ist, nach dem Tod deines Großvaters, nur weil sie in ihrer Verzweiflung Trost gefunden hat und Zuneigung in den Armen deiner Tante Mary, hast du noch lange kein Recht dazu, sie so zu nennen. Wie würdest du es finden, wenn ich zu dir sagen würde, Schwuli, Homo, Schwuchtel? Das machst du dauernd. Nein, nur wenn ich wütend auf dich bin. Ist dein Gemüse. Nein, Melanz, ich bin satt. Jetzt hör mal zu. Du weißt genau, wie wütend du wirst, wenn ich den Hahn im Bad nicht zudrehe. Tut mir leid, nein, aber du brauchst dich nicht zu entschuldigen, es geht um was anderes. Jedes Mal, wenn du fertig bist mit Essen, schiebst du angewidert den halbvollen Teller von dir weg. Jedes Mal. Ich hab dir bis zum Erbrechen erklärt, dass ich's hasse. Aber du machst es jedes Mal, egal wo wir sind. Hier, in Lokalen, im Buckingham Palace würdest du es wahrscheinlich auch tun und ich kann's nicht, abverflucht. Wenn das so schlimm ist. Ja, das ist es. Da ist noch Nachtisch im Kühlschrank. Nichts Süßes. Davon kriegt man nur Pickel. Außerdem muss ich mich beeilen. Ein bisschen früh, oder? Du weißt doch, wer zuerst kommt, mal zuerst. Der hat's aber eilig. Wahrscheinlich fällt er gleich über den Jungen her. Ach, lass das Geschirr. Ich mach das. Ja, gut. Dann kann ich mir ja die Zähne putzen. Genau das meine ich. Er ist lange nicht so nervös gewesen. Das muss ja ein toller Typ sein. Dein Essen ist schon kalt. Entschuldigt. Deine Mutter gibt sich so viel Mühe. Du solltest das mehr schätzen. Wenn ich es schon nicht tue. Ich esse was in der Kneipe. Ach, wollen wir wieder ausgehen? Wie wär's denn, wenn du zur Abwechslung mal zu Hause bleibst? Es ist Freitag. Ich muss morgen nicht raus. Du riechst ja wie ein ganzes Bordell. Ich finde, es riecht gut. Obsession. Kostet einen Haufen Geld. Und wo gehst du hin? Tanzen? Du hörst wohl nie auf, was? Ich war in der Tanzschule, um Leute kennenzulernen. Mehr nicht. Als ob das anrüchig wäre. Ich hatte nur gefragt, wohin du gehst. Hüte deine Zunge in Gegenwart deiner Mutter. Ach, es tut mir leid. Bis nachher. Mach keinen Unsinn. Ich wünsch dir was. Und wenn du doch Unsinn machen musst, pass wenigstens auf. Du siehst, ich versuch's. Nein, tust du nicht. Nicht wirklich. Nie lässt du ihm eine Chance. Mrs. Shane, diese Hausfrauen kommen täglich mit Reinigungsmitteln in Berührung. Wie haben Sie die Meldungen in der Tasche aufgenommen?
Daraufhin habe ich natürlich sofort in meinem eigenen Schrank nachgesehen. Und ich war ehrlich gesagt überrascht, wie viele von den giftigen Produkten dabei waren. Das hat mich natürlich verunsichert und ich habe sie sofort weggeworfen. Ich meine, was hätte ich denn sonst damit tun sollen? Du gehst heute nicht weg? Es gibt noch einen guten Film. Keine Sorge, ich verschwinde. Ich werde ihn mir in meinem Zimmer angucken. Gut. Und? Gefall ich dir? Hast du mit dem Aftershave geduscht? Etwas streng, hä? Obsession. Das ist sein Lieblingsduft. Ist bestimmt nicht schlecht. In Maßen natürlich. Wo triffst du ihn? Im Prinny? Ja, das heißt, wenn er kommt. Das weißt du nicht? Doch, aber bei meinem Glück. Du findest schon einen. Nein, so ist das nicht. Er ist anders. Nett. Er wird bestimmt auftauchen. Hoffentlich. Hab mehr Selbstvertrauen. Wärst du der Freund von meinem Sohn, wäre ich sehr froh darüber. Es läuft nicht immer so, wie man sich das wünscht. Halt dich ran, mein Junge. Ja, Dad. Auf geht's. Mach's gut. Viel Spaß. Danke. Ich gebe mir Mühe. Er ist 24 und keine Jungfrau mehr, das steht fest. Er verhält sich, als wäre er zum ersten Mal verknallt. Sie haben es bestimmt schon gemerkt. Ihm fehlt in Sachen Liebe ein bisschen Selbstvertrauen. Ich kann das gar nicht verstehen, weil er ist ein attraktiver Junge. Er kommt in der Szene gut an. Aber vor 3 Jahren ungefähr hat er ganz schön durchgehangen. Er hatte sich verknallt. Hat nicht lang gehalten. Der Knabe, Kevin, glaube ich, hieß er. Ein ganz netter Junge. Aber er war ein bisschen flatterhaft, wollte Steward bei der Qantas werden. Und nach 3 Monaten ist er einfach auf und davon. Und Jeff hat furchtbar gelitten. Es ist wahr. Oma war eine Lesbe. Oder lesbisch. Ich war früher oft in den Ferien da. Wir hatten so viel Spaß. Sie lebt in einem einfachen Backsteinhaus. Nichts Besonderes, aber immer sauber. Oma hat ganz besonders den Holzfußboden gepflegt. Wenn ich morgens aufgewacht bin, stieg mir der Duft von Lavendelbohnerwachs in die Nase. Gute Nacht. Dazu fällt mir eine Geschichte ein. Nein, das passt hier wohl nicht her. Einmal waren auch meine Cousins und Cousinen da. Und Oma hat mir das Gästebett in ihrem Schlafzimmer aufgestellt. Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Morgen. Ich bin aufgewacht, als es hell wurde. Ich habe rübergeguckt zu Omas altem Doppelbett. Und da lagen sie. Oma und Tante Mary. Eng umschlungen. Oma hat geschnarcht, das weiß ich noch. Ich habe mir das eine Weile angesehen. Irgendwie sah es ganz natürlich aus. Naja, wie das Normalste von der Welt. Wie Liebe. Hallo? Mrs. Joyce Johnson? Nein, Sekunde, ich hol sie. Mom, für dich. Sie kennen mich nicht. Mein Name ist Harry Mitchell. Ich habe Ihre Nummer von der Partnervermittlung. Oh, ja, Mr. Mitchell. Schön, dass Sie anrufen. Bitte, sagen Sie Harry. Natürlich. Entschuldigung. Harry, ich... Schon gut. Hören Sie, ich mache sowas auch zum ersten Mal. Sie meinen, Sie gehören nicht zu den regelmäßigen Kunden? Nein, ganz und gar nicht. Ich wünsche mir eine ehrliche und dauerhafte Beziehung und auf das Partnerschaftliche lege ich besonderen Wert. Ich schlage vor, dass wir uns treffen. Vielleicht könnten wir zusammen essen gehen, irgendwo in einem netten Lokal. Ich bin übrigens Mitglied im Roselle Leaks Club. Ist das da nicht ein bisschen laut? Oh nein, da kann man sehr gut essen und auch tanzen. Ich meine Standard, aber wenn Sie lieber ins Kino gehen würden oder auf die Rennbahn, dann... Nein, 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 nein. Ich gehe sehr gern mit Ihnen in Ihren Club. Wirklich? Mhm. Das freut mich, Joyce. Wäre Ihnen Samstag recht, sagen wir so gegen... 12:30? Passt Ihnen das?
Ja, oder wir treffen uns da, Harry. Nein, ich hole Sie gern ab. Ist mir ein Vergnügen. Ich freue mich drauf, Sie kennenzulernen. Ich mich auch. Also dann sehen wir uns Samstag. Bis dann. Bis dann. So, hier kann man wenigstens reden. Cheers. Ja, cheers. Baxter? Ja, das ist ein Spruch vom Football. Baxter, the Wall Boys, hier kommt Chef. Ja, ja. Also, du spielst Football? Lokalmannschaft, nur Amateure, nichts Spektakuläres. Da habe ich aber was anderes gehört. Was läuft denn da in den Umkleideräumen? Nur stinknormale Heteros. Die spucken überall hin und erzählen sich, wie oft sie ihn hochkriegen. Treibst du Sport? Ja, schwimmen. Ich gehe oft schwimmen. Dann bin ich wenigstens nicht zu Hause. Wahrscheinlich ist das der Grund. Ich genieße es allein im Wasser. Keiner schnauzt dich an, schickt dich rum. Ich habe sogar ein paar Auszeichnungen gekriegt. Ich würde dich gern mal sehen in deiner Badehose. Ich zeig sie dir nachher. Ich hab sie an. Wenn du deine Football-Shorts anziehst. Okay. Als ich dich gesehen habe, hast du mir sofort gefallen. Aber bis ich mich getraut habe, Hallo zu sagen? Ich dachte, du hättest kein Interesse. Ich habe dich auch schon gesehen. Im Park, ich bin Gärtner. Du warst da allein. Joggen. In kurzer Hose. In Short siehst du echt sexy aus. Was du vorhin gesagt hast über dein Zuhause. Ist es so schlimm? Meine Mutter ist okay. Aber mein Alter, naja... Er hackt nur auf mir rum. Für ihn mache ich alles falsch. Und vor allem habe ich den falschen Job. Gärtner? Ist doch eine schöne Sache. Nicht gut genug für mich. Keine Aufstiegschancen. Aber ich bringe schon fast so viel Geld nach Haus wie er. Er ist... Eigentlich ist er mir fremd. Jemand, mit dem ich zusammenlebe, den ich kaum kenne und nicht sonderlich mag. Warum gehe ich lieber schwimmen? Das läuft bei uns zu Hause anders. Willst du mitkommen? Es ist offen. Geh ruhig rein. Ein Bier? Wo ist... ist dein Vater weggegangen? Ist schon im Bett. Sollten wir nicht ein bisschen leiser sein? Wozu? Damit wir ihn nicht wecken. Ach, der schläft nicht. Noch nicht. Bestimmt guckt er gleich, wer hier ist. Er weiß alles über mich. Was ich tue und mit wem. Ich bring dauernd irgendwelche Typen mit.
Du darfst mich nicht falsch verstehen. Ich bin froh, dass du... Was ich meine ist, er sieht das ganz locker. Wenn du sagst. Ehrenwort. Kannst mir vertrauen. Komm mit. Setz dich. Entspann dich. Also, cheers. Ja, cheers. Schön, dass du hier bist. Und wie ist das so bei den anderen Footballmannschaften? Du stehst wohl auf Footballspieler, hm? Nur weil die einen geilen Body haben, sind die nicht Superman im Bett. Jedes Jahr, wenn die Mannschaft nach Manila fährt, Urlaub nach der Saison, landen sie irgendwann alle im Bordell. Wir hatten mal so einen Spinner dabei, Jack Reimer. Das erste Mal war er schockiert. Ist bei einer Asiatin gelandet, die hat mit ihm alles gemacht. China-Akrobatik. Jacko war völlig fertig. Lieber hätte er irgendeine von hier gehabt, die sich einfach nur hinlegt. Und was gefällt dir so? Es ist für mich kein Leistungssport, aber ich mag Action. Ich auch. Lasst euch durch mich nicht stören. Sag mal, kannst du nicht anklopfen, Dad? Ich will mir nur ein Bier holen. Noch jemand eins? Es ist überhaupt nichts los. Ich schwör's dir, alles okay. Aber er hat uns gesehen. Der hat schon Schlimmeres gesehen. Vor ein paar Jahren hat ein Freund hier geschlafen. Wir haben rumgemacht und er hat uns mittendrin Tee gebracht. Was hat er gesagt? Er sagte nicht, das Laken einsauen. Wir haben gelacht. Und? Willst du mich nicht vorstellen? Entschuldige, das ist Greg, mein Vater. Schön, dich kennenzulernen. Sag ruhig Harry zu mir. Setzt euch. Na komm schon. Danke. Fühl dich wie zu Hause. So. Auf euren Arsch. Das war nur ein Scherz. Er liebt solche Scherze. Erinnerst du dich noch an die Geschichte mit dem Lavendelbohnerwachs? Nicht jetzt, Dad, das ist unpassend. Wieso? Ich bitte dich. Was war denn mit dem Bohnerwachs? Also. Nicht weiter wichtig. Das war nur ein Missverständnis. Was machst du denn sonst so? Er ist Gärtner. Ach, und taubstumm ist er auch. Ich arbeite im Botanischen Garten. Tatsächlich? Mhm. Aha. Vielleicht möchte dein Freund noch einen Schnaps? Oh. Möchtest du? Nein, ist schon okay. Scotch haben wir und da müsste auch noch ein Brandy sein. Gut. Zu einem Schluck Scotch sag ich nicht nein. Es heißt doch, Whisky macht munter. Und Brandy macht heiß. Ja, und mit Gin ist er schnell drin. Der war nicht schlecht. Ich mach uns einen doppelten Scotch auf Eis. Oh. Die sind wirklich schön. Ich bin auch stolz drauf. Die von meinem Bruder sind größer. Wie der das anstellt? Naja, da gibt's einen ganz einfachen Trick. Genau wie bei Zitronen. War viel los im Prinny? Ja, und wie? Nette Kneipe. Sie waren mal da? Und ob? Naja, als irgendwann klar war, dass Jeff schwul ist, habe ich gedacht, das ist sein Leben. Und ich kannte bis dahin noch keine Schwanzlutscher, entschuldige, Homosexuelle. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Naja, also habe ich gedacht, mal gucken, was sich da so tummelt und habe Jeff gefragt, ob er mich mal zu einer Kneipentour mitnimmt. Zuerst waren wir im Prinny. Es war wie in alten Zeiten. Keine Ahnung, wo wir noch überall waren. Ich wusste nicht mal, dass es so viele Kneipen gibt. Zum Schluss waren wir jedenfalls im
Barracks, glaube ich, hieß es. Ich habe da mit ein paar Jungs gequatscht. Schräge Vögel, haben ein bisschen zu schrill gekichert, aber wir hatten Mordspaß. Und einer von denen, naja, der hat wohl gedacht, ich wäre auch andersrum. Er hat mich gefragt, wie ich heiße. Und als ich gesagt habe, Harry, meinte er, oh nein, das passt überhaupt nicht zu dir. Ich werde dich Harriet nennen. Ich dachte, oh Gott, den Namen konnte ich noch nie leiden. Und sagte zu ihm, Harriet? Niemals. Nenn mich Henrietta. Henrietta? Irgendwie passt das nicht. So? Denkst du? Ich fand den Namen ziemlich gut. Ich meine, klingt doch kultiviert, oder? Oh Mann, wenn ich dagegen meinen Vater sehe, der würde sowas nie mitmachen. Der kriegt ja schon rote Ohren, wenn er das Wort schwul hört. Ja, wirklich. Der ist total verklebt im Kopf. Was ist der? Cheers. Du wohnst also noch zu Hause? Greg. Ja, dummerweise. Und du verstehst dich mit deinen Eltern nicht, Greg? Sie wissen nicht, was mit ihm los ist. Ach so. Ist das nicht sehr bedauerlich, Greg? Also, Dad, bitte. Ich war immer sehr dankbar dafür, dass Jeff ehrlich mit mir war. Ich meine, da gab es auch nicht viel zu vertuschen, als ich ihn damals in der Kammer entdeckt habe. Wie alt warst du da? 14? Und er mit seinem Willi so einen Knaben beglückt hat. Ich habe nicht mit ihm... Doch, hast du. Genau das, mein Freund. Ich finde, Sie sind sehr tolerant. Ich bemühe mich drum. Und ich denke, das muss ich auch, weil mein Sohn muss wenigstens zu Hause sein können, wie er ist. Wenn nicht hier, wo sonst? Und ich möchte, dass du dich hier auch zu Hause fühlst, Greg. Du bist immer willkommen. Wir haben hier keine Geheimnisse voreinander. Läuft nichts im Fernsehen, Dad? Nichts, was ich sehen muss. Ist doch viel interessanter mit euch. Also, auf Ihren Arsch, Henrietta. Auf dein Kleid, Griselda. Ihr versteht euch gut, hä? Erzähl mal, Greg, was wünschst du dir so? Was ist dein Traum? Abgesehen von Fang die Wurst mit unserem Jeffrey zu spielen. Was willst du in deinem Leben sonst noch so machen? Mein größter Traum? Was ich mir am allermeisten wünsche? Also, ich möchte einen Wald pflanzen. Ich meine, einen großen Wald. Und zusehen, wie er wächst. Und dann will ich mich mitten reinstellen und sagen können, dieser Wald ist mein Werk. Klingt wunderbar. Tu es. Ein schöner Gedanke. Was meinst du, Jeff? Romantisch. Kommt bestimmt gut, wenn du noch Geigen reinhängst. Kommt bestimmt gut, wenn du noch Geigen reinhängst. Kannst du auch noch vernünftig reden, sag mal? Was gefällt dir nicht daran, wie ich rede? Ich mag's, wie ihr redet. So männlich. Das macht mich an. Oh, tut mir leid, das war ein bisschen platt. Tu so, als ob ich nicht da wäre. Ja, bitte. Jeff, wieso holst du nicht noch einen Whisky für unseren Freund hier? Nein, danke. Noch einen davon und ich bin blau. Geht mir auch so. Nach zweien weiß ich nicht mehr, was ich tue. Drei und ich weiß nicht mehr, mit wem. Vier und ich krieg keinen mehr hoch. Ich nehme doch noch einen, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich völlig gehen lasse. Mich stört's nicht. Sie haben es schön hier, Harry. Es freut mich, dass du Jeff magst. Er ist vielleicht etwas zurückhaltend, manchmal jedenfalls, aber er hat ein gutes Herz. Er mag dich. Ich finde ihn sehr nett. Falls ihr irgendwas braucht, um... Naja, er ist etwas phlegmatisch. Ich habe hier was für euch, falls ihr nicht wisst, wie ihr anfangen sollt. Gehören die Jeff? Ja. Nein, ich habe sie gekauft. Ich wollte mal sehen, wie das so abläuft. Ich meine, eine grobe Vorstellung hatte ich natürlich, aber ein paar Sachen sind da drin, die hätte ich nie vermutet. Und die hier ist über Safer Sex. Ich war ein bisschen besorgt wegen, du weißt schon, AIDS und so. Wer ist das heutzutage nicht? Und ich wollte wissen, ob Jeff auch vorsichtig ist. Ich mache mir natürlich Sorgen. Er ist mein Sohn.
Ich dachte, ich lasse die hier einfach liegen, dann kann Jeff sie sich mal ansehen. Aber er hat mir gesagt, er weiß schon, was so notwendig ist. Mr. Mitchell. Ich mache auch Sefa-Sex, falls sie das beruhigt. Also dann, wenn ihr es doch noch braucht, dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke. Also, ich will euch nicht länger stören. Hat mich gefragt, Gary. Greg, mich auch, Mr. Mitchell. Tut nichts, was ich nicht tun würde. Ich hab schon gedacht, er würde hier festwachsen. Entschuldigt. Greg, wie willst du deinen Tee morgen früh? Ganz egal. Zwei Stück Zucker? Jetzt verpiss dich! Bin schon weg. Nacht. Er übertreibt manchmal. Wo waren wir? Nein, ich... Tut mir leid. Lassen wir es heute, ja? Die Nacht ist jung? Nein, ich mag nicht. Hat er irgendwas gesagt? Nein. Er ist ein prima Kerl, ehrlich. Es ist nur... Ich habe Kopfschmerzen. Ein Aspirin? Nein, es hilft nicht. Migräne, weißt du. Ich brauche was Stärkeres. Ist besser, wenn ich gehe. Liegt's an meinem Vater? Du kannst es ruhig sagen, ne? Es liegt nicht an ihm. Auch nicht an dir, bestimmt nicht. Das ist mein Ding. Ich kann das so nicht. Einen Freund mit nach Hause bringen, ohne sich verstecken zu müssen. Weißt du, ich finde es klasse, euer Verhältnis. Wirklich ganz toll. Aber? Ich schäme mich. So habe ich das Gefühl, wir tun was Schmutziges. Vielleicht ist es einfach zu familiär. Es macht die Atmosphäre, naja, nicht gerade erotisch. Ich würde dich gern wiedersehen, Jeff. Das ist kein Spruch. Ich mag dich. Du bist ein netter Kerl. Dein Vater auch. Grüße ihn von mir. Geh nicht, bitte. Ich mag dich, sehr sogar. Es geht nicht um Sex, das muss nicht sein, wenn du nicht willst. Es geht mir um dich, verstehst du? Ich fühle mich mit dir sehr wohl. Geh nicht weg, bitte. Wir können einfach nur reden, uns besser kennenlernen. Hat wohl keinen Zweck, ja? Tut mir leid. Nein, mir tut's leid. Sehen wir uns wieder? Klar, wieso nicht? Ich hab dich sehr gern. Natürlich. Ich bin mal nach Melbourne gefahren. Kevin ist da runtergezogen und ich dachte, ich könnte ihn überreden, zu mir zurückzukommen. Hat natürlich nicht geklappt. Jedenfalls saß ich im Zug und außer mir nur noch eine Frau. Ich habe sie die ganze Zeit beobachtet. Und plötzlich sagte sie... Oh, diese schrecklichen Schmerzen bringen mich um. Diese schrecklichen Schmerzen...
Oh, diese schrecklichen Schmerzen, hat sie immer wieder gesagt. Ich habe mich gefragt, was sie meint. Aber eigentlich wusste ich es gleich. Sie wollte jemanden zum Reden. Der zuhören kann, der mit ihr lacht und mit ihr trinkt. Sie in den Arm nimmt. Da gibt's nicht viel zu fragen. Verdammter Scheiß, wie kann's einem zu familiär sein? Zum Sensationspreis von nur $2,390 können Sie jetzt bei uns diesen Zweisitzer kaufen. Ausklappbar als Schlafsofa. Passend dazu haben wir auch die Sesselvorräte. Rufen Sie jetzt an. Das ist ein verdammt netter Kerl, ha? Ja, das ist er. Wirst du ihn wiedersehen? Es gibt nicht nur den einen auf der Welt. Ich wollte dich fragen, was du morgen zum Mittag essen willst. Ich dachte an Lammkeule oder an Roastbeef, das magst du doch. Vielleicht Bratkartoffeln dazu mit einer schönen Soße? Und vergiss nicht, mir deine Wäsche rauszulegen. Ich will sie morgen waschen. Hast du schon mal dran gedacht, zu einer Partnervermittlung zu gehen? Bei denen suchst du dir über den Computer einen Partner aus. Adressen gibt's in deinen Zeitschriften. Nicht jetzt, bitte. Ein andermal vielleicht. Ich verstehe. Jeff, geh bald schlafen, ja? Ja, Dad. Zwischendurch muss ich immer wieder an sie denken. An die Frau im Zug. Life could be a dream. Life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open with me again, boom. Ding dong, ding ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 bip, a bip, a bip, a bip, a bip, a bip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Joyce? Mr. Mitchell? Bitte. Sagen Sie ruhig, Harry. Sehr aufmerksam. Life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, then tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello. Thank you.
Mr. Boom, you told me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we meet again. Boom, ba boom. Ding dong, ding ding dong. La lang la lang la lang la lang la. Oh, oh, bip. A bip, a bip, a bip. Oh, life could be a dream. Life could be a dream. Harry, nicht zu fassen. Sie haben eine Glückssträhne. Ja, seitdem ich Sie kenne, Joyce. Hübsch sehen Sie aus. Sie wissen, mit Frauen umzugehen. Jedenfalls wissen Sie, wie man ihnen schmeichelt. Tja, das Leben ohne Frauen wäre wie Barbecue ohne Bier. Apropos Essen. Wollen wir gehen? Ich habe uns wieder unseren Tisch reserviert. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Langsam wird es doch ernst, was? Nein, es ist nur schön, mit jemandem auszugehen, der dir gefällt und der dich offensichtlich auch mag. Mom. Mach dir keine Sorgen. Er gefällt mir sehr, aber wir lassen uns viel Zeit. Ich bin vorsichtig geworden. Dad hat dich verlassen, das war nicht deine Schuld. Natürlich war es meine Schuld. Naja, zum Teil. Es haben immer beide Schuld, wenn eine Ehe kaputt geht. Wolltest du ihn wiederhaben? Nein, Schatz. Niemals. Du weißt ja, ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Was soll man sonst machen? Was außer hier rumsitzen, sich selbst bedauern und Hasch rauchen? Du solltest dir die Welt ansehen, deinen Beitrag leisten, dir die Hörner abstoßen. Ha? Die Liebe finden, das größte Abenteuer überhaupt. Das hat deine Großmutter mal gesagt. Ich leiste schon meinen Beitrag. Ich repariere Abflussrohre. Ohne Klempner wäre das Leben ganz schön beschissen. Es gibt Romantischeres, zum Beispiel einen Wald pflanzen. Vergiss es, ich bin, wie ich bin. Ja, ich weiß. Du kannst machen, was du willst. Nur tu's. Beweise mir, dass es gut war, wie ich dich erzogen habe. Dass meine Mutter recht hatte. Dass ihre Liebe etwas Wunderbares war, für das man kämpfen sollte. Dieser Gary, er hat dich wirklich gemocht. Er heißt Greg, fang nicht wieder davon an. Nicht jetzt. Geh und amüsier dich. Du hast ja eine Frau an Land gezogen, stimmt's? Was wäre, wenn? Nicht nur du fühlst dich einsam. Ich mag nun mal Frauen. Ich mag's, wie sie gebaut sind. Ich mag sie weich oder knackig. Ich will sie haben, verdammter Scheiß. Ich hab's satt, es mir dauernd selbst zu machen. Lass gut sein, Dad. Oh, jetzt tu doch nicht so schockiert. Du brichst doch sämtliche Rekorde im Selbsthandanlegen. Tut mir leid. Manchmal geht's mit ihm durch. So ist es nur wirklich nicht. Ich meine, ich tu es. Natürlich, tut doch jeder. Irgendwie muss man sich ja abreagieren. Aber er redet so, als wäre ich ein sexbesessenes Monster. Naja, keiner mag sich vorstellen, dass sein Vater das tut, oder? Man weiß es, aber es gehört sich irgendwie nicht. Der Junge kann mich manchmal ganz schön auf die Palme bringen. Denkt er, ich hatte es nicht schwer zu akzeptieren, dass meine Mutter es 40 Jahre lang mit einer Frau getrieben hat? Ich habe mir oft gedacht, dass es was Besonderes sein muss, dass die zwei bereit waren, dafür alles zu riskieren. Für ihre Liebe. Zu der Zeit dachte ich auch, wie es wohl mit einem Mann ist. Ich habe es nie versucht. Wollte ich auch nicht. Es war wohl die Vorstellung, einen behaarten Arsch im Bett zu haben.
Aber trotzdem dachte ich, wenn Mom und Mary so glücklich sind, warum sollte es bei Männern anders sein? Naja, ich habe meine Frau getroffen. Dann kam Jeff. Und wie das so ist, denkt man, es liegt im Blut. Nur ich wurde übersprungen. Sie hat's an ihn weitergegeben. Ich habe mir überlegt, dass es sein Leben ist. Und was auch kommt, sicher ist, dass ich ihn liebe. Und trotzdem kann er mich manchmal auf die Palme bringen. Das alles erschreckt mich ein bisschen, Harry. Dass wir uns so gut verstehen. Natürlich freue ich mich darüber. Ich bin nicht mit großen Erwartungen zur Partnervermittlung gegangen. Ich hatte nicht die Hoffnung auf was Ernstes. Das ist es für mich. Wie ernst? Ich will dich Jeff vorstellen. Und wenn ihr euch versteht, bitte ich dich um deine Hand. Und wenn nicht? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Also, ich will mich nicht zwischen euch stellen. Bestimmt nicht. Ich glaube, du hast ein sehr enges Verhältnis zu deinem Sohn. Wir müssen erst mal an uns denken. Oh Mann, es ist ein großer Schritt, aber es ist Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Hm? Also, ich bin vielleicht nicht besonders fantasievoll im Bett, Harry, aber ich habe nie Nein zu meinem Mann gesagt, nicht einmal. Niemals? Ach, natürlich ist es mal vorgekommen, nach Jennys Geburt oder wenn es mir nicht gut ging, aber abgesehen davon hat er gekriegt, was ihm zusteht. Wann immer er wollte. Er hätte es noch öfter haben können, wenn er ein bisschen netter gewesen wäre. Ich werde gern umworben. Ja, das weiß ich. Also, solange du mich nicht zu sehr drängst, wirst du immer kriegen, was du willst. Hören wir auf, um den heißen Brei rumzureden. Ich dachte, ich wäre sehr direkt. Du musst mir deine Antwort nicht sofort geben, aber weißt du, woran ich denke? Willst du meine Frau werden? Was hast du denn? Was ist los mit dir? Joyce, sag's mir. Ich hatte schon aufgegeben. Ich hätte nie gedacht, dass das mir nochmal passiert. Ich doch auch nicht. Ich bin so lange allein gewesen. Ich war sicher, dass ich nie. Jetzt kommst du, kniest nieder und sagst es. Und? Willst du? Nein. Wieso nicht? Ich dachte, es ist noch zu früh. Ich will keinen Fehler machen, Harry. Warten wir noch 6 Monate. Und wenn wir uns dann noch so mögen wie jetzt, sagen wir 3 Monate. Du denkst jetzt nur an Sex, du Schlingel. Das scheint dich ja sehr animiert zu haben. Also gut, 3 Monate. Joyce. Es ist gelogen, wenn ich sage, ich war noch nie so glücklich. Aber ich war es schon seit vielen Jahren nicht mehr. Das ist die reine Wahrheit. Guck mal. Hier. Das wäre doch was für dich, oder? Bist du verrückt? Fein repressiert, glaub mir. Idiot. Die kannst du anziehen. Sagen Sie, können Sie die auch vorher. Wir haben gar keinen Topf, in den die reinpasst. Ja. Komm, vergiss es. Suchen wir uns was Kleineres. Nimm mal. Zu mickrig. Was
hast du denn? Die sind doppelt so groß wie die, die wir sonst hatten. Es wird Zeit, dass wir mehr aus Weihnachten machen. Es ist das Fest der Liebe, der Familie. Du solltest langsam mal an eine eigene Familie denken. Dir einen netten jungen Mann suchen und dich irgendwo mit ihm niederlassen. Als ob das so einfach wäre. Das geht nicht auf Bestellung. Hier ist die Auswahl nun mal nicht so groß. Da muss man schon nach San Francisco fahren. Da baggern einen die Typen auf der Straße an. Fahr doch mal ein paar Tage hin. Das ist nicht meine Welt. Nein, danke. Mein Leben besteht nicht nur aus Schwulsein. Ich will auch andere Menschen um mich haben, verstehst du? Kinder und alte Leute und was es sonst so gibt. Ich will nicht in einer Welt ohne Frauen leben. Ich mag Frauen. Mit denen im Büro verstehe ich mich sehr gut. Sie wissen's und wir lachen darüber. Schwärmen auch mal für denselben Typen. Ein paar Mädels gefallen mir sogar. Hab's mal probiert, nur um zu sehen, wie das so ist. Du hast mit einer Frau? Davon hast du mir nie was gesagt? Nein. Ich wollte dir keine Hoffnung machen. Hat's dir gefallen? Siehst du, das meine ich. Hey, bist du... Hat's geklappt? Klar, ist ja kein 100 Meter Hürdenlauf. Ich fand's sogar schön. Ist eben was anderes. Aber Männer schauen mich nur mal mehr an. Und wenn du es wieder versuchst? Nein, Dad, genau das meinte ich. Jetzt machst du dir wieder Hoffnungen. Ich schlafe gerne mit Männern, okay? Das wird sich auch nicht ändern, weil ich es nicht ändern will. Und ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wie ich zu leben habe. Auch nicht von dir. Soweit ich weiß, habe ich dir nie Vorschriften gemacht, Jeff. Nein, das stimmt. Du bist toll, Dad. Du bist der beste Vater der Welt. Du warst immer fair zu mir. Ich sag's nicht oft, aber weil Weihnachten ist... Danke, Dad, für alles. Oh Mann, du gehst mir manchmal höllisch auf den Sack und ich dir auch, aber... So einen Vater wie dich haben nicht viele. Und ich bin sehr stolz darauf, einen Sohn wie dich zu haben. Oh. Guck dir den an. Für den brauchen wir einen Lastwagen. Wunderbar. So muss ein Weihnachtsbaum aussehen. Tada. Oh nein, die Braut gehört in den Müll. Niemals. Deine Mutter hat den Engel zu unserem ersten Weihnachtsfest gekauft, kurz bevor du geboren wurdest. Darum ist er was Besonderes, ein Glücksbringer. Wie der aussieht, nehmen wir doch einen schönen Stern oder sowas. Oh, nicht solange ich lebe. Mach, was du willst, wenn ich tot bin, aber deine Mutter hat ihn geliebt. Ich vermisse sie. Ich vermisse sie wahnsinnig. Ich auch, mein Junge. Aber es hilft nichts. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ich stelle sie mir manchmal vor. Dann sitzt sie auf einer weißen Wolke mitten im Paradies, umgeben von vielen kleinen, nackten Babys mit ausgebreiteten Flügeln. Die Engel mit ihren Harfen machen himmlische Musik und sie wartet darauf, dass ich zu ihr komme. Das hilft. Manchmal. Manchmal wird es auch nur noch schlimmer. Sie fehlt mir manchmal so sehr, dass ich es kaum erwarten kann, diese Musik zu hören. Hör auf, Dad. Heb deinen Arsch und hilf mir. Du hast ja recht. Wieso guckst du dich nicht mal um? Es gibt bestimmt ein paar alte Witwen, die Anschluss suchen. Es gibt auch noch ein paar Jüngere. Ich meine natürlich, was machbar ist. Sie müssen ja auch auf dich stehen. Würd's dich stören, wenn ich eine hätte? Nein, ich würde mich freuen. Du darfst dich freuen. Was? Du alter Gauner. Seit wann läuft das schon? Eine Weile. Und mir sagst du nichts davon. Ein Scheißkerl bist du, weißt du das? Ach, ich hätte's dir ja noch gesagt. Erst wollte ich mir selbst sicher sein. Ein Grund zum Feiern? Lass uns anstoßen. Und?
Und hast du sie schon gevögelt? Du versauter Mistkerl! Dein loses Mundwerk stopfe ich dir noch. Hör zu, ich will nicht, dass du so über Joyce redest. Sie ist eine anständige Frau. Und, liebst du sie? Nein. Nein, das wäre zu viel gesagt. Aber es kommt dem schon sehr nahe. Cheers. Cheers. Und, wann ist die Hochzeit? Ich weiß nicht. Es gibt noch keinen Termin. Aber ihr wollt. Ja, wenn sie, naja, sich mit dir versteht. Ich werde euch da nicht im Weg stehen. Wenn du willst, dass ich ausziehe, sag's. Ach, was Unsinn, Jeff. Joyce wird genauso denken. Ich habe ihr schon von dir erzählt. Ja? Aber noch nicht alles, oder? Naja, was heißt alles? Natürlich nicht, noch nicht. Joyce ist eine verständnisvolle und aufgeschlossene Frau. Du wirst sie mögen. Und sie wird dich mögen. Und dann, wenn es gut läuft, und das wird es, dann hast du das Haus hier irgendwann für dich ganz allein. Solange, bis du woanders leben möchtest. Vielleicht mit einem Freund zusammen. Wer weiß, vielleicht. Fröhliche Weihnachten. Komm her, Kumpel. Fröhliche Weihnachten, Dad. Joyce, frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr, Harry. Willst du die Tür nicht zumachen? Entschuldige. Ah, ist das Jeff? Ja, an seinem 21. Geburtstag. Hübscher Junge. Kommt ganz nach seinem Vater. Findest du? Die meisten sagen, wir sehen uns gar nicht ähnlich. So was, das kann ich kaum glauben. Ich würde jetzt sehr gern was trinken. Fühl dich wie zu Hause. Ist Jeff in die Stadt gefahren? Ja. Überall sind ja Silvesterpartys. Der kommt nicht vor morgen früh. Aha. Nicht schlecht. Richtig gemütlich ist es hier bei euch. Hast du was anderes erwartet? Ach, du weißt schon. In Männerhaushalten sieht es sonst nicht so sauber und ordentlich aus. Was soll das denn hier? Um ehrlich zu sein, die habe ich gekauft. Was? Wieso? Weil Jeff ist... Verstehe. Wieso hast du mir das verschwiegen? Ich wollte es dir sagen. Schon längst. Du kaufst sowas, du unterstützt das auch noch. Du solltest dich schämen. Für ihn solltest du dich schämen. Ich habe mich nie für Jeff geschämt. Niemals. Wie könnte ich mich für mein eigen Fleisch und Blut schämen? Ich liebe meinen Sohn. Wieso hast du es mir nicht gesagt? Immerhin beeinflusst es dein ganzes Leben und du konntest es mir nicht sagen. Das ändert doch nichts. Doch, für mich schon. Wochen sind vergangen und ich dachte, ich würde dich langsam kennen. Aber du hast mich belogen. Ich habe es dir nicht gleich gesagt. Ach, das kommt doch wohl aufs selbe raus.
Lern Jeff erstmal kennen, du wirst ihn mögen. Ich weiß es. Nein, Harry. Ich kann nicht, noch nicht. Es ist auch nicht nur er, sondern alles. Ich kann nicht. Joyce. Ich brauche erstmal Zeit für mich. Mir ist das einfach zu viel. Es hat so schön angefangen, Harry. Wärst du nur ehrlich gewesen. Mich schämen für Jeff? Niemals. Ich bin nur... Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil... Ich hätte gern Enkelkinder gehabt und weil... Naja... Ich denke manchmal, er verpasst was. Etwas Wundervolles. Ich meine, ein Kind zu bekommen. Wie ich mit seiner Mutter. Zuzusehen, wie etwas wächst, das man gezeugt hat. Und dann die Geburt... Aber wenn er das nicht erleben kann, dann soll er zumindest das kriegen, was er kriegen kann. Unsere Kinder sind immer auch ein Teil von uns, so wie wir ein Teil von unseren Eltern und Großeltern und Urgroßeltern sind, naja, von allen Generationen. Na du? Die haben gesagt, du kannst ja bald raus. Was soll der Unsinn? Warum machst du so einen Scheiß? Schlaganfall, Dad. Ein ziemlich böser sogar. Hat schon jemand mit dir geredet? Das schaffen wir schon. Ich kümmere mich um dich. Es wird so sein wie immer, das verspreche ich dir. Hast du alles? Sag, wenn du aufs Klo musst. Unsinn, dafür sorgen die hier wohl schon, ne? Naja, man weiß nie. Was ist mit deiner Hand? Hörst du mich?
einmal für Jahr. Zweimal für Nein. Muss man das machen, aus dem Handgelenk. Er lernt's nie. Du machst schon Schluss? Wieso? Es ist 5 nach. Glotzen wir jetzt so scharf auf die Uhr, hm? Ich dachte, du machst mal ein paar Überstunden. Oder wollen wir heute ausgehen und müssen uns noch die Fingernägel lackieren? Arschloch. Ignorier ihn einfach. Darauf backe ich mir ein Ei. Hey! Dir geht's wohl zu gut, hä? Verschwinde, ich bring deine Geräte weg. Danke, Mike. Gibt's nachher noch ein Rodeo, hä? Du kannst gern mitmachen, Walter. Na los, mach mit! Geht leider nicht. Marty, Marty, wir treffen uns gleich. Wir sehen uns da. Es geht weiter, los. Nach Schätzung der Veranstalter war die Beteiligung am Schwulen- und Lesbenumzug noch nie so groß wie in diesem Jahr. Du bist schon auf? Du kommst spät. Wo warst du denn? Wo du warst? Wir haben dich in den Nachrichten gesehen. Ich habe gefeiert mit meinen Freunden. Diesen Mist sollte ich dir ausprügeln. Bitte, versuch's doch. Raus jetzt. Lass dich hier nie wiedersehen. Einmal kommst du noch, um deine Sachen zu holen, wenn ich nicht hier bin. Und das war's. Du bist für mich gestorben. Er ist nur wütend, Gregory. Er meint es nicht so. Oh doch, Mom. Verdammt, recht hast du. Wie du willst. Guck mal, Dad.
Hier, meine neueste Erfindung. Mhm. So können wir uns unterhalten. Wie findest du es? Gut, hä? Blödsinn, das ist praktisch. Funktioniert doch. Und jetzt machen wir einen Ausflug. In den Supermarkt. Da kaufen wir was Leckeres ein. Den Tiefkühlauflauf, den du so gerne magst. Hier, willst du das sehen? Brauchst du die Bettpfanne? Musst du mal pinkeln? Ach komm schon, Harry, du weißt, dass es im Supermarkt keine Toilette gibt. Ich hol den Zettel. Geht gleich los. Das Schlimme an einem Schlaganfall ist, dass man von allen wie ein Vollidiot behandelt wird. Lass gut sein. Schön ruhig bleiben. Jeff? Hallo. Du bist es tatsächlich. Hallo, Greg. Wie geht's, Mr. Mitchell? Den Umständen entsprechend, hä? Dad hatte einen Schlaganfall. Ja, ich hab davon gehört. Er kann nicht sprechen, aber er hat dich erkannt. Woher willst du das wissen? Ich weiß es. Und, wie geht's? Ach, ganz gut. Ich bin ausgezogen. Gab Stress? Mit meinem Vater. Er hat mich vor die Tür gesetzt. Aber inzwischen habe ich was. Eine Atelierwohnung. Ganz schön, nur leider viel zu teuer und du kannst dich kaum drin umdrehen. Ich hätte gedacht, du wärst vielleicht mit einem netten Freund zusammengezogen. Schön wär's. Ich lerne schon Typen kennen, aber die sind nur auf Sex aus. Und das ist nicht alles im Leben. Sicher nicht. Ich gehe jetzt lieber. Dad muss nach Hause. Ist schon klar. Wiedersehen, Mr. Mitchell. Hoffentlich geht's Ihnen bald besser. Danke, Greg. Hören Sie, ich komme mal vorbei und sehe nach, ob er Sie auch gut behandelt. Das ist im Moment etwas schwierig. Gut, wenn du nicht willst. Nein, es ist nur etwas schwierig mit Dad. Du hast doch noch ein eigenes Leben, oder? Ja, aber Dad, lass das. Ja, sicher, aber es ist... Vielleicht kommst du lieber, wenn es ihm besser geht. Gut. Ciao. Ja, ciao. Ich komm ja schon! Nein, danke. Kein Bedarf. Jeff, ich bin Joyce Johnson, eine Freundin Ihres Vaters. Joyce, ja. Kommen Sie rein. Wie geht's ihm? Den Umständen entsprechend. Er wird nie wieder laufen können und er kann nicht sprechen. Wollen Sie zu ihm? Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Er wird sich freuen. Sie zu sehen. Dad? Du hast Besuch? Harry, es tut mir furchtbar leid, dass du so krank bist. Er ist nicht krank. Ich lasse Sie allein, dann können Sie reden. Ist schon gut, ich wollte nur kurz die... Ich mache einen Tee. Es tut mir wirklich sehr leid, Harry.
Der Tee ist fertig. Hören Sie, ich muss gehen. Meine Tochter Jenny wartet auf mich. Ziemlich schockierend, ihn so zu sehen. Er war so voller Energie. Ist er noch? Er will dauernd raus in den Park oder durch die Stadt bummeln, fahren. Natürlich. Ist bestimmt nicht leicht für Sie. Ach, dreimal die Woche kommt eine Krankenschwester und er ist mein Vater. Kommen Sie ab und zu vorbei. Er hat gern Besuch. Tut mir leid, dass ich vorhin so schroff zu Ihnen war. Ich dachte, Sie sind von irgendeiner Sekte. Hier kommen oft welche von den Mormonen. Die fallen fast um, wenn ich sage, dass ich eine Schwuchtel bin. Sie sind was? Ich bin schwul. Er wollte es Ihnen sagen, aber er hatte Angst davor, wie Sie reagieren. Ich weiß es schon. Sie sind gar nicht so, wie ich dachte. Es war ihm sehr ernst mit Ihnen. Er hatte Sie sehr gern. Wie war's? Alles in Ordnung? Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Sagt man doch. Hey, was ist los, Mom? Warum war ich nur so dumm? Meine Mutter war 80. Sie war schon sehr gebrechlich und Mary war etwas jünger. Sie konnten nicht mehr füreinander sorgen und wir hatten beschlossen, die beiden zu trennen. Mein Bruder hat Mutter zu sich genommen und Mary kam in ein Heim. Es war das Beste so. Jedenfalls haben wir versucht, uns das einzureden. Wir haben Mom mit dem Auto abgeholt. Sie hat kein Wort gesagt, tagelang hat sie nicht gesprochen. Sie hat nur noch in ihrem Schlafzimmer gesessen, neben sich ihren Koffer mit all ihren Erinnerungen. Es dauerte nicht mehr lange und sie ist eines Nachts eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Und ich hatte nie die Chance, oder besser gesagt, ich habe nie den Mut gehabt, sie das zu fragen, was ich immer wissen wollte. Ich hätte so gern gewusst, was sich die beiden gesagt haben in dieser letzten Nacht, als sie zusammen in ihrem großen, alten Messingbett lagen und wussten, dass es das letzte Mal war, dass sie sich nie wiedersehen würden, dass man sie an verschiedene Orte bringt, um allein zu sterben. Ich wüsste nicht, was sie sich gesagt haben könnten. Wie sagt man denn Danke für 40 Jahre der Liebe? Wie kann man das in Worten ausdrücken? Die beiden sind damals schon fast taub gewesen. Ich sehe sie da liegen und sich ihr auf Wiedersehen stumm entgegenschreien. Ich frage mich, ob sie wohl die Vorstellung getröstet hat, dass sie sich vielleicht bald wieder treffen in einer anderen Welt. Und ich weiß auch nicht, was ich zu Jeff gesagt hätte, wenn ich gewusst hätte, dass ich einen Schlaganfall kriege. Ich weiß, dass ich ihm was gesagt hätte, aber was? Das werde ich wohl nie rausfinden. So, Dad, Zeit fürs große Geschäft. Ich bin gleich wieder zurück zum Abwischen. Ich hole nur den Auflauf raus. Ich habe mir früher ab und zu vorgestellt, dass es genau andersrum ist, dass ihn diese schreckliche Seuche erwischt und ich ihn pflegen muss bis zu seinem Tod. Aber das hier, Herrgott, ich hätte es ihm gern erspart.
Vielleicht findet er irgendwann jemanden in ein paar Jahren, wenn ich tot bin. Auch wenn es nur aus seiner Einsamkeit heraus ist. Aber es wird keine Liebe sein. Denn bis dahin hat er vergessen, was das ist. Ist das nicht grausam? Kann einem Menschen noch was Schlimmeres passieren als das? Entschuldigung. Es war für mich immer eine intime Sache, auf die Toilette zu gehen. Jetzt nicht mehr. Super Wetter. Hm? Im Fernsehen haben sie gesagt, es gibt Regen. Die wissen auch nicht alles. Auf dem Rückweg können wir uns ein Eis holen. Hast du Lust drauf? Und wenn es schneller schmilzt, als du es essen kannst, dann helfe ich dir. Sonst gibt's bloß eine Sauerei. Musst du zur Toilette? Ich schon. Bin sofort wieder da. Sag mal, möchtest du Kakao? Nein, lieber Saft. Hi. So sieht man sich wieder. Ich pflanze hier. Was? Ach so, ja, ich hab dich schon gesehen. Ich war nicht sicher, ob du es bist. Ich dachte, ich sehe mal nach. Siehst gut aus. Du aber auch, Jeff. Ach was, ich bin völlig käsig. Du bist schön braun. Nur die Arme und Beine. Sonst bin ich weiß wie ein Laken. Trotzdem siehst du gut aus. Wolltest du nicht Dad besuchen? Ich war nicht sicher, ob du das willst. Ja, ich war wohl sehr schroff das letzte Mal. Ich wusste nicht, wie du reagierst. Ist nicht unbedingt angenehm, dabei zuzusehen, wie jemand seinen behinderten Vater pflegt. Ich dachte, es wäre dir zu familiär. Hör mal, Ich würde dich gern wiedersehen. Alles klar, Dad? Ich lese dir was vor, ja? Soll ich? Nein? Was willst du dann? Zusehen, wie die Blumen wachsen? Na gut. Ach ja, weißt du, wen ich getroffen habe? Greg. Vielleicht sollte ich lieber Gary sagen. Es hätte mich fast umgehauen. Aber warum sollte er nicht hier sein? Immerhin ist er Gärtner und das hier ist ein Park. Ich konnte nicht anders. Ich habe ihn zum Essen eingeladen. Ich dachte, er sagt ja, ja und das war's dann. Ich wäre fast umgefallen, als er meinte, passt es dir morgen? Klar, habe ich gesagt. Ich war mir nicht so sicher, wie er auf dich reagiert und so. Aber er hat nur gesagt, so ist das Leben. Und er will seine Zahnbürste mitbringen. Das macht's natürlich noch spannender. Vielleicht bleibt er ja über Nacht. Aber ich werde ihn nicht drängen. Joe Cool ist diesmal dran, du wirst sehen. Nicht zu cool, sonst glaubt er noch, ich stehe nicht auf ihn. Ich werde ganz locker sein. Ich bin nur ich selbst. Wer immer das ist. Was ist mit dir? Was hast du? Du weinst ja. Was ist los? Hey, nicht weinen. Na komm, so schlimm kann's nicht sein. Komm, ich wisch dir die Tränen weg. Sieh mich an. Nicht Dad, bitte.
Es bricht mir das Herz, wenn du weinst. Du hast überhaupt nichts zu befürchten. Ich bin ja da. Ich werde immer da sein. Okay? Ist es Greg? Soll er uns nicht besuchen? Ich kann ihm absagen, wenn du willst. Ich habe seine Nummer. Ja? Dad, sag's mir. Dad, hör auf. Nochmal. Einmal für ja, zweimal für nein. Ich soll ihm absagen? Du willst, dass er kommt, ja? Ja. Ich wusste es. Alles klar. Sicher? Alter Trottel, was nimmt dich denn so mit? Es gibt keinen Grund zur Sorge. Versprochen. Alles in Ordnung. Hat sich alles noch ganz gut entwickelt. Und was, wenn er nicht kommt? Something's got a hold on you, and it's pushing me aside. See it stretch on forever, and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception, back to nothingness, like a week in the desert. And I know can depend on it, and I know.